Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Und dieses Video heute wird mal was ein bisschen anderes werden. Und zwar arbeiten wir nicht mit Watercolors, also Aquarellfarben im eigentlichen Sinn, sondern mit Aquarellbuntstiften. Das ist einfach mal eine ganz, ganz coole Sache, mal ein bisschen was anderes. Und ihr habt auch danach gefragt, deswegen zeige ich euch heute mal, wie ich das mache und wie wir den nutzen können. Ja? Das Motiv ist heute in Verbindung mit einer Kampagne von Disney zum Thema magischer Frühling. Und zwar haben sie eine Frühlingskampagne für digitale Disney-Filme zum Downloaden bei iTunes, Amazon Prime und so weiter. Und dazu findet nämlich auf meinem Instagram-Kanal eine Verlosung statt. Deswegen, wenn ihr das Video heute schaut, dann geht noch auf meinen Instagram-Account und kommentiert und schaut euch das Gewinnspiel an, wenn ihr Bock habt mitzumachen. Das dazu. Ich fange mal direkt an und zwar, ich habe hier schon mal das Motiv vorgemalt und zwar wird es nämlich von Die Schöne und das Biest die Rose werden, diese magische Rose, wo die Blütenblätter abfallen. Das ist einfach mein absoluter Lieblingsfilm, Die Schöne und das Biest, und genau, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und zwar habe ich hier die Glocke, also in der die Rose quasi drin ist, die habe ich schon mit Bleistift vorskizziert. Es ist halt so, dass wir dann noch mit Wasser arbeiten werden. Und ein kleiner Tipp einfach, wenn ihr mit hellen Aquarell Buntstiften Farben malt, also zum Beispiel Gelb oder Orangetönen, und wir dann schon vorher mit Bleistift vorskizziert haben, dann kann es einfach passieren, dass wir dann graue, also so ein bisschen grau in unserer Farbe, in unseren Pigmenten drin haben, wenn wir mit Wasser rübergehen. Ja, das hat einfach was damit zu tun, dass die, der Bleistift halt auch wasserlöslich ist. Das ist aber hier für meine Glocke gar kein Problem, weil ich halt so mit grauen Blautönen arbeiten werde. Aber für die Blume, für die Rose ist es, sage ich mal, ein bisschen ein Problem. Deswegen zeige ich euch im Prinzip, wie man das jetzt einfach noch machen kann. Und zwar sind die diese Buntstifte ja super geeignet, um im Prinzip auch schon seine Motive vorzuskizzieren. Und ich mache das jetzt im Prinzip einfach so, dass ich den Buntstift wie einen ganz normalen Bleistift verwende und mein Motiv hier ganz locker und ein bisschen, also ganz leicht auch, vorskizzieren werde. Und dann gehe ich gleich nochmal rein und schaue mir an, wo ich ein bisschen mehr Farbakzente setzen möchte. Genau, aber zuerst male ich hier noch die Rose. Also ich habe hier den Blattstängel, einfach einen Blattstängel gemalt und dann jeweils zwei Blätter dran. Und für die Rose an sich aus einem gedachten Mittelpunkt male ich jetzt hier im Prinzip so aufbauende Wellenlinien, die quasi die Blätter imitieren. Ungefähr so. Ja, das ist ziemlich einfach gemacht. So kann das aussehen. Und dann hier unten liegen natürlich schon zwei so eine Blätter. So ungefähr, die halt von der Rose runtergefallen sind. Ja, und das Tolle an den Aquarell-Buntstiften ist ja im Prinzip, dass ich auch gar nicht komplett meine Motive oder meine Bereiche, die ich farbig haben möchte, pigmentieren muss oder ausmalen muss. Sag mal, wie man das so aus Ausmalbüchern kennt, wenn man mit Buntstiften arbeitet. Sondern ich kann jetzt hier, ich zeige das mal an dem Grünton, ich kann jetzt im Prinzip hier meine Farbe, meine Pigmente reingeben. Ja, und hier entlang des Stängels. So ungefähr. Und ich sag mal, da, wo ich wirklich am pigmentiertesten die Farbe haben möchte, da gebe ich jetzt hier meine Bleistiftstriche, meine Buntstiftstriche rauf. So ungefähr reicht mir das nämlich schon. Und ich zeige euch das jetzt mal schon direkt an dem grünen Stängel, wie wir arbeiten können. Und zwar könnt ihr jetzt im Prinzip mit einem, sage ich mal, dünnen Pinsel und Wasser malen. Ja, so. Oder ich habe hier nämlich auch den Water Tank Brush Pen in der Hand. Da könnt ihr halt irgendeinen nehmen. Die kennt ihr vielleicht schon. Hier ist einfach Wasser in dem Tank drin. Man braucht kein Wasserglas oder einen Pinsel. Das hier vorne ist eine dünne Pinselspitze dran. Und wenn ich einfach hier so ein bisschen aufdrücke, dann kommt im Prinzip auch Wasser unten aus der Pinselspitze raus. Und dann kann ich das einfach ganz locker verteilen. Der ist auch dicht, also hier läuft auch nichts aus. Das ist total prima. Gerade für Aquarellbuntstifte macht sich das halt extrem gut. Und deswegen benutze ich den jetzt einfach mal, damit ihr das sehen könnt, wie ich das mache. Nur ich drücke hier einfach mal ein bisschen drauf rum. Oh, jetzt habe ich
gekleckert. Ja, so soll das natürlich jetzt nicht sein. Aber kein Problem, das passiert. Hoch. Jetzt kann man hier ganz toll sehen, dass sobald das Wasser die Pigmente berührt, verteilt sich die Farbe. Und so hier auch beim Stängel. Und es bekommt dann, also es sieht dann halt wirklich aus wie reine Aquarellfarbe, die ich benutzt habe. Ich kann halt, ich sag mal, wenn ich den Aquarell, also wenn ich den Aquarellbuntstift auf mal, also trocken auf mein Aquarellpapier gebe. Ja, das ist wichtig, dass ihr Aquarellpapier nutzt. Damit geht es wirklich am besten, wenn ich mit viel Wasser arbeite. Es ist halt erstmal so, dass die Farbe, sage ich mal, relativ transparent ist. Und das ist auch cool. Damit haben wir einfach so unseren Aquarell-Watercolor-Look auch. Ich kann jetzt aber hier auch in meine feuchte Farbe mit meinem Buntstift nochmal reingehen. Und da könnt ihr das schon ganz gut sehen, dass die Farbe noch mal deutlich pigmentierter ist, sobald die Spitze des Buntstifts nass geworden ist. Und so kann ich das jetzt machen. Also ich gebe hier nur so noch so ein paar Akzente rein und kann jetzt hier noch so ein bisschen die Pigmente, die ich gerade reingegeben habe, noch so ein bisschen vermischen, damit ich ein bisschen schönere Übergänge noch habe. Aber ihr könnt hier sehr gut sehen, wie das Prinzip funktioniert. Ja, und damit könnt ihr, also mit der Technik könnt ihr im Prinzip alle Motive auch malen, die ihr sonst halt auch mit, sage ich mal, normalen Aquarellfarben malen würdet. Ja, letztendlich geht es im Motiv auch so ein bisschen darum, wie einfach ganz normal beim Zeichnen und Malen, um einfach die, also das Verhältnis von Licht und Schatten, wo setze ich meine Akzente, wie verteile ich meine Farbe und so weiter und so fort. Ja, ich gebe hier unten schon mal die, die Blütenblätter, die einzelnen. Es ist so, dass ich hier zum Beispiel, also wenn ich jetzt hier das Blütenblatt habe, dann habe ich hier den Ansatz der Blüte und hier oben ist so das Ende des Blütenblatts, also das, was man hier von oben sehen kann. Und ich male das ein bisschen dunkler. Das ist ja ganz oft bei Rosen so, dass die zum Blütenblattende hin ein bisschen dunkler werden als am Blütenblattanfang. Und ungefähr so mache ich das. Wenn ihr hier noch ein paar Pigmente am Pinsel habt, dann könnt ihr dann einfach auf so ein Krepppapier, so wie hier, einfach nur so abstreichen oder nochmal in Wasser tauchen oder einfach hier nochmal so ein bisschen draufdrücken. Und dann verteilen wir hier einfach wieder so unsere Farbe. So. Und je nachdem natürlich, wie doll ich aufdrücke, umso mehr Pigmente habe ich dann auf meinem Papier, umso mehr Pigmente kann ich dann im Prinzip auch verteilen auf meinem Aquarellpapier mit dem Wasser. Und ich sag mal so, das ist relativ entspannt, auch weil ich halt erstmal das ganze Motiv auch ausmalen kann. Ich meine, ich habe es euch jetzt Stück für Stück gezeigt, aber ich kann jetzt im Prinzip erstmal das ganze Motiv malen, ausmalen und dann alles erst mit dem Wasser vermischen. Ne? Also je nachdem, wie man das gerne macht. Also tendenziell ist es so, dass die Rose ja in der Mitte ein bisschen enger zusammenläuft und da tendenziell eher ein bisschen dunkler ist als unsere Außenbereiche. Und ich werde jetzt immer so ein bisschen abwechselnd mal ein helles Blatt und mal ein dunkleres Blatt malen. Also einfach, dass so ein bisschen
Abwechslung auch drin ist und die Blätter auch sich voneinander einfach unterscheiden und die nicht alle so ineinander übergehen. Also das Blatt mache ich jetzt hier mal ein bisschen dunkler. Das Blatt bleibt heller. Das Blatt bleibt auch heller. Und das hier hinten, das male ich ein bisschen dunkler. So. Und der große Unterschied natürlich bei Aquarell-Buntstiften im Gegensatz zu wirklicher Aquarellfarbe ist natürlich, dass ich hier zum Teil meine Aquarellstriche, also die Buntstiftstriche, auch noch ein bisschen sehe. Na, also das ist so. Das ist einfach so. Und hier so ein bisschen Schattenwirkung. Ich habe hier mein Blatt zum Beispiel, das sich hier an der Seite öffnet. Und dann habe ich quasi den Blattteil, der sich mehr zur, also zur Blüte neigt, der ist ein bisschen dunkler als der Teil, der sich halt eher so nach außen beugt. Und der hier ist so an der Seite und der ist ein bisschen heller. Das versuchen wir jetzt hier im Prinzip so ein bisschen zu erreichen. Und ich fange jetzt einfach mal schon an, hier meine Farbe zu verteilen. Und ich lasse hier auch weiße Stellen, weil, wie gesagt, auch hier im, also in der Aquarellfarbe und auch in den Aquarellbuntstiften gibt es ja kein Weiß. Also hier gibt es schon Weiß, aber das sieht man halt kaum, weil es ist halt kein deckendes Weiß. Und deswegen lasse ich halt die Stellen, die ich hell lassen möchte, die spare ich aus. Also wie ganz normal auch bei der Aquarellfarbe. Und gehe hier so ein bisschen vorsichtig noch rein. So. Und kann jetzt hier natürlich noch mit auf meiner feuchten Farbe auch noch so meine Akzente setzen. Schon so. Wie gesagt, ich bin ja nicht so der allerdetaillierteste und naturgetreueste Zeichner. Ich habe es eher so ein bisschen gröber und dass man halt die Grundform erkennt und gehe halt dann so ein bisschen mit meinen Farbakzenten rein. Ihr könnt natürlich auch jedes Blatt einzeln wirklich bearbeiten und noch irgendwie also detailreicher arbeiten. Ne? Also das ist, so mache ich das halt nicht. So zeichne ich auch nicht unbedingt, so male ich auch nicht. Das ist halt so ein Weg, wie ich es mache. Und habe damit im Prinzip meine Rose grundsätzlich schon fertig. Und jetzt mache ich mich hier an den Außenbereich, also an die Glocke. Und gerade bei so einer Glocke kann es ja ein bisschen schwieriger werden, weil die ist ja eigentlich transparent. Ne? Die sieht man ja eigentlich kaum. Und im Zeichnen und Malen haben wir da einfach verschiedene Wege, wie wir das machen können. Und zwar werden wir halt wirklich sehr transparent arbeiten. Und dafür habe ich mir hier so die Töne Grau, Blau und Schwarz rausgesucht. Und mit denen werde ich jetzt einfach mal probieren, Akzente zu setzen. Den Außenbereich werde ich, also die Umrandung werde ich malen, damit man halt auch wirklich die Abgrenzung von der Glocke zum Untergrund sehen kann und zwischendrin auch noch so ein paar blaue Schimmerbereiche. Das kennt man ja, wenn man auf so ein Glas raufschaut, dann gibt das ja ganz unterschiedlich auch das Licht wieder zurück ab und man kann ab, also an einigen Teilen ist es halt gar nicht zu sehen, aber an einigen Teilen schimmert Glas ja dann auch manchmal so ein bisschen blau. Ne? Deswegen probiere ich mich hier einfach mal so ein bisschen aus. Gerade hier unten der Bereich, der kann ein bisschen dunkler werden. Und ich kann im Prinzip hier auch ganz cool dann natürlich auch mischen. Also ich kann hier noch ein bisschen Blau reingeben.
damit habe ich meine Rose und die Glocke fertig gemalt. Und mit den Aquarellbuntstiften lässt es sich aber auch ziemlich gut lettern. Und zwar kann ich dafür nämlich Folgendes machen. Oder ich mache das jetzt einfach so. Und zwar, ich überlege gerade, welche Farbe ich nehme. Ich nehme mal den Grünton, den ich hier für meine Blätter verwendet habe. Und kann jetzt im Prinzip die sogenannte Faux-Kalligraphie machen. Viele von euch kennen das vielleicht schon. Und zwar zeichne ich im Prinzip meinen Buchstaben. Ungefähr so. Und in der Faux-Kalligraphie ist es dann im Prinzip so, dass ich dann die dicken Abstriche imitiere, indem ich hier noch einen zweiten Strich ein bisschen versetzt neben meine Abstriche male. Und die male ich dann einfach aus mit meinen Buntstiften. Ungefähr so. Und kann dann, wenn ich alles fertig vorskizziert habe, im Prinzip dann einfach nochmal mit meinem wasserhaltigen Pinsel rübergehen und habe dann auch einen coolen Aquarelleffekt einfach. Damit sind wir schon am Ende angekommen und das war total cool mit den Aquarellbuntstiften. Also ich höre das auch immer wieder, dass das irgendwie ganz viele zu Hause haben, im Gegensatz zur Aquarellfarbe, das haben dann doch eher weniger. Und hier einfach wirklich mal ein Beispiel, wie man Aquarellbuntstifte auch wieder herausholen kann und sie weiter verwenden kann. Zum einen zum Lettering, aber auch wirklich um einfache Motive zu malen. Und ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und gibt euch ein bisschen Inspiration, eure Aquarellbuntstifte auch mal wieder rauszuholen und ein bisschen mit dem Wasser zu spielen. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt für heute und sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.